Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Der Präsident des Vorarlberger Fußballverbandes, Horst Lumper, ist geschockt über die jüngsten Ereignisse rund um den mutmaßlichen Wettskandal im österreichischen Fußball. Er befürchtet zudem weitere Enthüllungen. Lumper hat seinen Besuch bei der U17-Frauen-EM in England abgebrochen, um heute erste Gespräche zu führen. Vor allem mit U15-Trainer und Ex-Profi Didi Berchtold. Er ist ja einer der 20 Verdächtigen, die gestern von der Polizei einvernommen wurden. Berchtold wurde vorerst vom Dienst freigestellt. Die Vorarlberger zahlen durchwegs pünktlich ihre Rechnungen. Kreditreform hat bei Unternehmen nachgefragt und mit über 61% beurteilten diese die Zahlungsmoral der Vorarlberger mit sehr gut oder gut. Das bedeutet ein vorderster Platz im Bundesländervergleich. Weniger zufrieden waren die Unternehmen mit öffentlichen Auftraggebern. Ihre Zahlungsmoral landete auf dem drittschlechtesten Platz. Ein 14-jähriges Mädchen ist heute Morgen in Höchst von einem Klein-LKW angefahren worden. Der 52-jährige Lenker war auf der Brucker Straße in Richtung Lustenau unterwegs. Bei zähem Verkehr bemerkte er die Jugendliche auf dem Schutzweg zu spät. Trotz Vollbremsung konnte eine Kollision nicht verhindern. Das Mädchen wurde verletzt ins LKH Bregenz eingeliefert. Und letzter Spieltag in der Fußball-Erste Liga vor der Winterpause. Austria Lustenau will sich mit einem Sieg zu Hause gegen Mattersburg Platz 3 sichern. Herbstmeister SCR Altach tritt im Spiel der Runde auswärts bei Liefering an. Ich wünsche ein schönes Wochenende, danke fürs Zuschauen und bis am Montag.